Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich sitze gerade auf dem Pferd und wünsche euch erstmal allen fröhliche Weihnachten und ein besinnliches Weihnachtsfest und eine tolle Zeit mit euren Familien. Warum ich aber eigentlich dieses ganz kurze Video drehe, ist der Grund, dass heute ja die Gewinner ausgelost werden, beziehungsweise wurden gestern schon ausgelost und heute bekannt gegeben von meinem Weihnachtsgewinnspiel. Ja, und da werde ich jetzt einfach mal loslegen und die Namen raushauen und euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Den ersten Platz und somit das Fotoshooting bei der Mona Dörre hat gewonnen die Anna Schwarzer. Herzlichen Glückwunsch dafür. Du bekommst aber auch nochmal eine persönliche E-Mail von mir zugeschickt. Den zweiten Platz und somit die Röckelreithandschuhe hat die Mariella Regorz gewonnen. Ich hoffe, ich spreche die Namen gut aus oder richtig aus. Ja, auch dir herzlichen Glückwunsch dafür. Und den dritten Platz bzw. die Haarsbürste Diva hat gewonnen die Imke Vreh. Auch dir natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich möchte mich bei allen, die mitgemacht haben, ganz herzlich bedanken. Ich habe so viele schöne Fotos bekommen von euch und es war ziemlich schwer, da drei rauszusuchen. Schlussendlich musste ich mich aber entscheiden und ja, die Gewinner stehen fest. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und ich werde euch natürlich alle auch noch kontaktieren per E-Mail und euch da benachrichtigen. Und ja, ihr könnt natürlich auch noch mal auf meiner Facebook-Seite und der Instagram-Seite vorbeischauen. Da habe ich die Namen auch noch mal aufgeschrieben und die Fotos dazu, falls ihr ganz sicher sein wollt, dass ihr es auch wirklich seid und dass die anderen eben auch Bescheid wissen, wer die Gewinner nun sind. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat das Gewinnspiel Spaß gemacht und die Resonanz war sehr positiv, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich möchte mich auch an der Stelle noch mal ganz, ganz herzlich bei der Mona, bei Röckel und bei Haas bedanken für die Unterstützung des Gewinnspiels. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde jetzt meinen Ausritt hier noch beenden und einen schönen, gemütlichen Weihnachtsausritt machen und dann heute Abend auch mit meiner Familie zusammen ein schönes Weihnachten verbringen. Also ihr Lieben, macht's gut und bis dann.